Ach komm schon, kann man jetzt hier wenigstens nicht mal einen Vollenborn haben? Egal, dann machen wir das jetzt einfach so. Ich weiß zwar nicht, wo der jetzt genau stuck ist, aber. Ja. Das erklärt so an. Problem ist halt nur, jetzt habe ich selber nichts gegen den. Also das Einzige, was ich wirklich machen kann, ist den einfach so komplett kaputt zu schießen. Dass der halt einfach liegt, aber der dann halt auch nicht. Oder was ist denn jetzt hier kaputt? Passiert hier noch was? Eigentlich soll. Okay, gut. Ja, Quatsch, das wäre nur dumm. Na dann. Vor allem kann man ja eigentlich sowieso nur kurz Prozess mit dem Typen hier machen. Ich meine, man merkt ja schon, wie na, hier alles einfach durchrennt. Ja, natürlich noch mal so ein verdammter Champion. Mister, ich bin schlecht zu countern, weil Gründe. Na, komm jetzt aus dieser verdammten Ecke raus. Das ist jetzt halt ein bisschen ein kleines Problem mit dem Typen, weil der jetzt einfach bekloppt, sich einfach bekloppt hier hochheilen kann. Weil man ja den nicht sagen kann. Naja. Zwar auf umständliche Art und Weise, aber tja, es geht ja trotzdem. Okay, das war jetzt voll. Okay. Nehme ich. Na, jetzt haben wir einen Anfang. Antibarriere, Servitor. Nett. Ja, dann. Ja, ein scheiß Glück, dass er sich noch komplett weg teleportieren konnte. Okay, der Sprung war jetzt ein bisschen sehr blöd, oder? Ne? Auch. So. Problem gelöst. Hiermit fertig, dann kommt dann noch irgendwas anderes. In der Rimmstadt kann man ja nur eine machen, aber dann halt keine Ahnung. Irgendwas anderes gleich der gleichen Art. Ja, und natürlich jetzt ist halt das Problem, dass man dann die Barriere nicht wegschießen kann. Jetzt gleich wieder hoch, oder? Ne? Auch gut. Das war die umständliche Art, aber die funktionierende Art, auf jeden Fall die Champions League zu bekommen. Apropos, jetzt haben wir hier nochmal den Technograd. Ja.
Praxis der Technokrat mit seinem komischen Unbesiegbarkeitsschild, das sowieso nichts bringt. Denkst du? Na, schon wieder abgehauen, ha? Huh? Da da keine Koffer ist. Wenn wir nur auf dicke Hose machen, wenn man einfach selber die Karten in der Hand hat und dann da noch ansatzweise in die falsche Richtung geht, scheißt man sich direkt wieder ein. Es ist doch jedes Mal der gleiche Quatsch mit dem Typen. Das war jetzt einfach nur blöd. Das war überhaupt richtig, wer weiß. Ist ja auch nicht weiter wichtig, letztendlich kommen wir ja so oder so durch. Nur eine Frage, wann, wenn man jetzt auch mal da hochkommen würde. Was zum... Da kann man den Typen eigentlich noch mit irgendwas anderem stunnen als Arkus. Ich weiß nicht, mit Donner, also... Oh, ne. Ich weiß nicht, ob das jetzt vielleicht genauso geht noch, aber mit Donner laut ging es auf jeden Fall mal. Verdammt nochmal, jetzt bleib doch mal stehen. Keine Pestbeule. Ich bin sowas von rot. Ich bin ziemlich aufpasser. Natürlich ist der. Das war's. Da. Ja, klar. Wofür habe ich die jetzt gerade benutzt? So, reicht jetzt. Und den hätte man ja so oder so irgendwie klein kriegen müssen, damit wir überhaupt weitergehen können. Also von daher war das sowieso keine andere Wahl. Wenn ich auch schwasse, nicht die Typen Dinge wegzuschießen. Anderes Dates, warum nicht? Ich meine, wenn man eh schon gerade hier ist. Ja, und da muss man schön außen rum. Ne. Das machen wir nicht. Ach, Quatsch, das kann man hier nicht machen. So, dann kommen wir ja. Mr. Plastikbomber-Fahrer. Schon haben wir den ersten Balken von ihr komplett kaputt geschossen. Okay, das ging gerade sehr schnell, als ich schon da gedacht. Und jetzt geht's an den vorletzten. Der wird jetzt auch 0, nichts zu Schrott verarbeitet. Ja, komm, jetzt. Ja, das muss ja jetzt passieren. Das eigentlich ein Kürbis Ninja. Scheint man das kaum wieder belebt. Und was macht man dann? Natürlich, ich darf wieder direkt töten. So. Ja klar, jetzt ist das wieder eingefroren.
jetzt haben wir auch den seinen letzten Schildgenerator weggefetzt. Genauso ich gleich, wenn ich erledigt bin. Denkst du? Marix, Praxis ist erledigt. Wir sind bereit zum Aufbruch. Gut. Ohne Phylax und Praxis wird Eramis leichtsinnig. Unvorsichtig. Ohne ihre Berater ist sie schwach. Ja, wenn das so ist. Sie wird sich abmühen, diese neue dunkle Macht zu kontrollieren. Ja, schön. Ja, mal auf geht's zum nächsten Ding dann. Ja, das, weil es eh nur noch ein klein bisschen mehr ist, gibt es halt einfach nochmal so ein Altar der Reflexion-Ding. Das war gefühlt auch kein richtiger Satz, aber ja. Da merkt man mal, was für ein Quatsch hier später läuft. Also da. 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 Also vorne, hinten, rechts, links. Und dann, na gut, bei den letzten zwei ist dann eher umgedreht, weil wir müssen erst hier lang und dann hier hin. So in etwa. Genau so. Ja, ja. Pizza, was auch immer das ist, so Linien. Welches von diesen komischen extra merkwürdigen Symbolen war das? Das mit dem Deckel oben drauf, okay. Wo ist das? Na, da drüben, okay. Und jetzt noch das letzte, das war Dingens, hier hinten das. Das dürfte schon passen. So ausgesetzt, ich will jetzt nicht gerade das Ding da drüben. Vor allem Prüfung abgeschlossen. Für was werden wir hier überhaupt noch geprüft? Die noch bessere Frage ist, warum gibt es ständig überhaupt so Altare der Reflexion Sachen? Naja, ist auch nicht weiter wichtig. Auf jeden Fall können wir jetzt hier erstmal schnell durchrennen und den gesamten Saft da nie kaputt schießen. Ach, natürlich, der verdammte Peicher. Das Ding ist auch todesnervig. Ja, teleportier erstmal weg. Damit man eine bessere Schusslinie haben kann. Sag ich, und verfehle da direkt den nächsten Schuss. Na, jetzt haben wir noch einen. Den wir dann auch hier rausgeholt haben, wie es eigentlich geht. Also, das ist relativ zu dem Vieh. Na egal, machen wir den Rest jetzt aber so. Jetzt haben wir noch den Kollegen hier und seine kleinen Lakaien. Nur ein 80. Warum nicht? Genauso wird das dann auch. Jetzt. Gehen wir noch hier durch, dann hören wir uns nur kurz an, was Sabaton sozusagen hat. Und dann hat sich das auch. Ich fragte es dich schon. Was ist das Relikt auf dem Mars? Das ist die Wahrheit.
Entfernung von jeder Waffe, die jemals existierte. Jedes Gewehr und Schwert, jeder Sprengstoff, jeder Herold der Erwachten, jeder Kriegsgeist der Erde, selbst das geheimste Todeslied meiner eigenen Brut. Alle sind sie innerhalb dieser Maschine aufgeführt, bis ins kleinste Detail und unendlich reproduzierbar. Der Zeuge will, dass du glaubst, all diese Waffen könnten dir gehören. Aber du bist schlauer als er, nicht wahr? Na klar, ich meine, wir gewinnen ja letzten Endes. Damit würde ich sagen, war es das mit diesem Part. Also bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.